Ja, was für eine Gelegenheit, hier auf die Art miteinander eine Stunde zu sein. In diesem virtuellen Raum. Herzlich willkommen mit allem und so, wie es jetzt ist, in diesem neuen Moment. Und wenn ich das sage, dann meine ich das genauso, wie ich das sage. Dich selber willkommen heißen und willkommen geheißen fühlen. Und zwar mit allem, so wie es jetzt ist. Und wie ist es jetzt in diesem Augenblick? Wenn du magst, dann nimm mal eine bequeme und vielleicht auch aufrechte Haltung ein. Schau, dass dein Kontakt mit der Unterlage gut ist. Also mit dem Platz, worauf du jetzt gerade sitzt. Vielleicht ist das ein Stuhl oder auch der Boden auf deinem Meditationskissen oder auf dem Teppich. Richte dich ein. Sodass du, na, die Ausrichtung ist heute auf Achtsamkeit und Beziehungen. Das beginnt natürlich mit der Beziehung mit dir selbst. Also, wie möchte ich jetzt gerade hier sitzen oder liegen, sodass ich eine Verbindung mit mir aufbauen kann. Zunächst mal mit meinem Körper. Also bequem sitzen oder liegen, vielleicht aufrecht, sodass deine Körperhaltung auch eine gewisse Würde haben kann. Wenn das angenehm für dich ist, kannst du die Augen schließen. Und den Körper mal noch so ein bisschen hin und her ruckeln, sodass du vielleicht deine Sitzknochen spüren kannst, dein Gesäß und auch die Beine und Füße. Mal ein bisschen mit den Muskeln spielen. Einfach um in Kontakt zu kommen mit der, ja, mit dem Boden. Und dadurch auch mit der Erde. Wir berühren alle dieselbe Erde auf diese Art hier, alle Zweibeiner und auch Vierbeiner sind über die Beine und Füße mit der Erde verbunden. Wir berühren alle dieselbe Erde. Das ist unsere Beziehung zur Erde, da wo wir alle gleich sind, in Verbindung, in Verbundenheit. Die Gravitation, die hält uns da jetzt in diesem Moment auf deinem besonderen Punkt dieser Erde. Nur niemand anders sitzt dort, nur du. Das ist dein Platz auf der Erde. Du darfst dich da jetzt für diesen Augenblick gehalten fühlen. Die Gravitation hält dich da unten. Die Stabilität unter dir wahrnehmen. Sodass sich vielleicht dein Körper oder auch dein Geist ein wenig entspannen kann. Vielleicht magst du auch mal deine Hände etwas deutlicher spüren, im Kontakt vielleicht mit den Oberschenkeln oder den Knien. Du kannst auch mal probieren, beide Hände übereinander zu legen und etwas unterhalb des Bauchnabels
Eine gute Beziehung mit sich aufzubauen heißt, in einem Kontakt mit dem Körper zu sein. Sich selbst vielleicht für diesen Augenblick einen kleinen Halt geben über die übereinander gelegten Hände auf dem Bauch. Wenn du magst, kannst du mal 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen, sodass die Bauchdecke sich spürbar auch bewegt. Und wenn du unruhig bist oder auch aufgeregt, der Geist, der aktiv ist, dann kannst du mal mit der Ausatmung dir das Wort Ruhe anbieten. Der Körper atmet ein und mit der Ausatmung sprichst du dir innerlich leise das Wort in sanfter Tonart Ruhe vor. Wie ein Angebot. Ich biete meinem System jetzt gerade mal für 3, 4 Atemzüge Ruhe an. Wissend, dass es jetzt in dieser Stunde nichts zu leisten, zu tun, zu erreichen gibt. Vielleicht mit Neugierde, mit einer gewissen Offenheit, den Worten lauschen, den Einladungen, den Übungen, dich inspirieren zu lassen. Eine kostbare Zeit, die du mit dir selbst verbringst, die du dir jetzt geschenkt hast. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit mal etwas höher zum Herzraum. Zur Mitte deiner Brust. Wenn das angenehm für dich ist, kannst du auch eine Hand mal auf die Mitte der Brust legen. Und ansonsten einfach mal den Atem dort spüren. Die sanfte Bewegung des Brustkorbs. Über diese horizontale Verbindung des Herzraums, wenn das für dich eine angenehme Vorstellung ist, kannst du dich mit anderen verbinden. Über dein Herz in Beziehung kommen mit anderen. Vielleicht bist du mit anderen in deinem Wohnraum oder Arbeitsraum. Wenn du magst, verbinde dich mal mit der anderen, mit den anderen. Und wir sind hier in diesem virtuellen Raum jetzt gerade zusammen. Auch eine Gelegenheit, zu einer weiten, offenen Aufmerksamkeit dir vorzustellen, dass wir miteinander uns verbinden können. Über diesen ganz natürlichen Wunsch, glücklich zu sein und frei von Leid, hat jeder Mensch von Geburt an. Über diesen mitfühlenden Anteil im Herzen, der bereit ist, vielleicht sich selber
das zu geben, was er braucht, was sie braucht, und auch den anderen zu schenken, was sie brauchen. Wenn wir Liebe teilen, wird sie mehr. Das ist ein Gesetz. Dann bring mal deine Aufmerksamkeit zum Kopf. Zu diesem Mikrokosmos in deinem Kopf. Da ist ein Mikrokosmos. So viele Funktionen, so viele Möglichkeiten. Unser Geist, unser Verstand, unsere Intuition, unsere Steuerungszentrale. Ja, der Geist produziert Gedanken, und vielleicht hast du jetzt auch gerade welche, die vielleicht angenehm sind, angenehme Empfindungen auslösen. Vielleicht auch gewöhnliche Gedanken, so Kommentare, Bemerkungen zu dem, was gerade ist. Ja, vielleicht auch unangenehme Gedanken, Sorgen, Nöte. Wir sind mitten in einer Krise, in einer weltweiten Krise. Wir sind auch über den Geist verbunden. Wir kriegen viel mit von anderen. Wir lassen uns anstecken. Wir lassen uns mental anstecken von anderer, ja, von den Sorgen, von den Nöten, von den Ängsten, von dieser Enge. Aber auch von der Weite, von den Möglichkeiten. Von dem heilsam auf sich zurückgeworfen sein. Vom Nichtwissen. Eine heilsame Beziehung zu seinem eigenen Geist aufbauen ist eine Herausforderung. Und für diesen Augenblick lade ich dich ein, was immer da jetzt gerade auftaucht, einfach zu lassen. Wie weiße Wolken an diesem immer blauer werdenden Spätfrühlingshimmel hier und jetzt. Lass dich sein, lass deinen Geist sein, lass ihn arbeiten und bleibe präsent für vielleicht eine Minute. Bring mal deine Aufmerksamkeit zum höchsten Punkt des Schädels. Und wenn du magst, dann stell dir die Verbindung zum Universum vor, zu diesem weiten, offenen, endlosen Himmel. Während du hier sitzt und atmest und die Dinge geschehen und du dir vielleicht diesen weiten, offenen,
Makrokosmos vorstellen magst, kannst du deinem Geist auch ein Wort anbieten. Ein einfaches Wort, das den Geist unterstützt, nämlich Klarheit. Mit der Ein- oder Ausatmung vielleicht 3 oder 4 Mal deinem Verstand, deinem Geist die Qualität von Klarheit anbieten. Innerlich mit sanfter Tonart. Klarheit. Und Klarheit. Nun dehne deine Aufmerksamkeit aus auf den ganzen Körper. Spüre, so gut es geht, deinen Kopf und dein Gesicht, deine Schultern, Arme und Hände, deinen Brust- oder Herzraum und den Bauch und den ganzen Rücken. Deinen Schoß und das Gesäß, die Beine und Füße. Nimm mal deinen ganzen Körper wahr, so wie er jetzt hier sitzt. Und lasse diese 3 Worte nochmal auf dich wirken. Das 2. Wort habe ich gar nicht angesprochen, aber es war schon präsent. Ruhe. Liebe. Klarheit. Klarheit. Ruhe und Frieden, so im verkörperten Dasein, so wie es jetzt gerade ist. Die Körperachtsamkeit. Verweilen im Körper und darüber zur Ruhe kommen. Die Liebe im Herzraum für dich selbst, für andere und für die Welt. Eine gewisse Großzügigkeit. Und eine Klarheit im Geist, ungetrübt, präsent. Zulassend, was immer da auftaucht, eine Weile bleibt und wieder vergeht. Dann bereite dich darauf vor, die Übung zu beenden. Öffne deine Augen oder lasse die Augen geöffnet in deiner Zeit. Schau mal umher und orientiere dich. Wo sitze ich gerade hier? Vielleicht magst du den Körper ein bisschen bewegen, dich recken und strecken. Ich bin schon fast 20 Minuten gesessen. Ja, ich bin hier in den Räumen im Uta und das Uta bereitet sich darauf vor, wieder zu öffnen. Es wird heftig renoviert und geputzt und upgedatet und resettet für die, die wieder kommen mögen. Und es kann sein, dass wir währenddessen auch Geräusche und Töne hören
Und das sind einfach diese vielen tollen Leute, die hier gerade etwas tun für euch, für uns, für mich. Ja, Dankbarkeit, Gelegenheit, Dankbarkeit auszudrücken. Ich bin gerade sehr dankbar für diese Möglichkeit, online euch was herzuschenken und auch diese Arbeit weiterzumachen, die ich sonst in Präsenz mache. Es ist eine Gelegenheit, kreativ zu sein und auch in eine neue Beziehung zu kommen. In eine neue Beziehung mit meiner Arbeit und auch in eine neue Beziehung damit, wie ich meine Arbeit gerne anbieten möchte. Und da geht es vor allem um diesen Beziehungsaspekt. Das wollen wir uns heute anschauen. Die Achtsamkeit und vor allem das Mitgefühl, was ja auch ein Teil der Achtsamkeit ist, mir helfen kann in meinen Beziehungen, in meiner Beziehung mit mir selbst, in meiner Beziehung mit anderen und mit der Welt. Und im ersten Modul, und das könnt ihr euch auch auf YouTube vielleicht Ende nächster Woche spätestens anschauen, haben wir uns mit Körperachtsamkeit beschäftigt. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, so wie wir das gerade getan haben, in einem guten Kontakt zum Boden zum Beispiel, dann werden wir präsenter. Und präsent zu sein bedeutet, mehr und mehr zu spüren, was braucht der Körper? Muss ich gerade aufs Klo? Brauche ich gerade was zu essen? Muss ich mich bewegen? Aber auch präsenter für diese subtileren Empfindungen. Ja, subtilere Erfahrungen, wie zum Beispiel die Erfahrung von Verbundenheit. Das kann ich doch im Körper spüren. Es läuft ja alles im Körper auch ab. Und dann haben wir uns mit der Achtsamkeit des Geistes beschäftigt. Und gegen Ende dieser Übung, die wir gerade durchgeführt haben, habe ich dich eingeladen, den Geist und seine Gedanken einfach sein zu lassen. Dass was Angenehmes gerade oder Gewöhnliches oder Unangenehmes da ist, durchlaufen zu lassen. Das ist, was Gleichmut schenkt, was den Geist beruhigt. Wie so ein Glas Wasser, wo Schmutz und Schlamm drin ist, wenn ich die unangenehmen Gedanken da rausholen will, wird das Wasser immer unruhiger. Wenn ich versuche, meinen Geist zu verändern, ja, dann identifiziere ich mich, verhake ich mich. Wenn ich aber einfach täglich mal für ein paar Minuten da sitze, ich merke schon, wie meine Hände so eine Bewegung nach unten machen, dann sinkt die Unruhe, der unruhige Geist, die Gedanken, die Sorgen, das sinkt auf diesen stabilen Boden der Körperachtsamkeit, was wir ja schon geübt haben, sozusagen. Dann haben wir im dritten Modul die Achtsamkeit der Gefühle und Emotionen erforscht. Das heißt, auf welche Art und Weise werde ich aufmerksam für meine Gestimmtheit? Und das ist ein Weg der Mitte. Der Weg der Mitte bedeutet, nein, ich leugne meine Emotionen nicht. Ich leugne meine Bedürftigkeit nicht. Ich leugne nicht, dass ich gerade wütend oder irritiert bin. Und auf der anderen Seite ist es, ja, es ist da, aber ich lasse mich nicht überwältigen davon. Es ist nur eine Emotion, es ist nur ein Gefühl. Ja, es ist nicht mehr und nicht weniger. Und Achtsamkeit ist wirklich so ein Weg der Mitte. Ein Weg der Mitte, wo ich präsent, offen und da bin. Da bin und dann die Dinge handhabbarer werden. Mein Leid wird handhabbarer. Wenn ich dem Schmerz zum Beispiel den Widerstand nehme, ja, soll nicht sein, mein Selbstbild ist nicht so, ich bin so und so konditioniert, passt jetzt gerade nicht rein, ja, dann wird es handhabbar, dann wird es nicht zum Leiden, dann hakt es sich nicht fest. Und heute wollen wir uns mit der Beziehung zu uns selbst und zur Welt beschäftigen. Ja? Was bedeutet es, Achtsamkeit in meine Beziehungen zu bringen? Wie kann das konkret gehen? Wie kann mir diese Haltung helfen? Ja? Und es ist nicht nur Haltung, also im Sinne von beobachten, wahrnehmen, nicht werten, ne? Sondern es ist auch Verhalten. Da kommt das Fair jetzt noch dazu. Ja, Verhalten. Das heißt,
Was kann ich denn aktiv tun, um eine gute, verlässliche und bessere Beziehung zu mir selber aufzubauen? Und was kann ich, also welches Verständnis brauche ich dafür, wenn meine Beziehungen gerade schwierig sind oder schwierig werden? Und wie kann ich in Kontakt auch mit der Welt bleiben, in dieser wirklich herausfordernden Beziehung zu diesem Virus und zu all diesen Auswirkungen und Reaktionen, die die Gesellschaft und die Natur jetzt seit, naja, eigentlich seit Ende November schon hat. Also es geht um die Art und Weise, wie wir uns selbst und der Welt zuwenden. Ich möchte einmal kurz auf die, nochmal auf die Gedanken kommen, also die Art und Weise, wie wir über uns selber denken. Ne? Eine gute Beziehung zu unseren Gedanken aufzubauen bedeutet auch wahrzunehmen, wie denke ich eigentlich über mich, wie urteile ich über mich. Die meisten von uns haben einen Kontakt zu diesem Anteil, den wir inneren Kritiker nennen können. Wenn wir im Stress sind, wenn wir Stress erleben, viele von uns erleben gerade deutlich mehr Stress. Einige erleben auch deutlich mehr Entspannung. Ich habe jetzt gerade jemanden auf der Straße getroffen, der gesagt hat, ach ehrlich gesagt, 3 Stunden weniger arbeiten am Tag ist gerade genau richtig für mich. Ich bin herzkrank. Puh, Corona sei Dank. Für andere ist es eine Katastrophe, nicht mehr oder weniger arbeiten zu können. Ja, also Stress ist unvermeidlich, Leiden gehört zum Leben dazu, schwierige Gefühle sind da, schwierige Beziehungen sind ganz normal. Und Stress aktiviert immer in unserem Gehirn das Bedrohungssystem, die Amygdala unter anderem. Und das Bedrohungssystem reagiert auf von außen kommenden Stress und reagiert mit dem Kampf oder dem Flucht- oder Erstarrungsreaktionsverhalten. Na, wenn wir uns stärker fühlen, dann greifen wir an, wenn wir uns schwächer fühlen, dann hauen wir ab. Oder wir erstarren, das ist auch eine Art von Flucht. Wenn wir jetzt uns abwerten, wenn wir mit einer harschen Reaktion auf unser Stresserleben reagieren, selbst dieses subtile, nee, will ich nicht, jetzt gerade nicht, ne? Und das läuft ja auch oft unbewusst ab, ne? Diese Selbstabwertungstendenzen, die wir haben, diese harsche Kritik, die wir uns selbst entgegensetzen, aktiviert das Bedrohungssystem ganz genauso, wie als wäre eine reale Bedrohung gerade da. Und das ist vielleicht gut nochmal zu hören oder überhaupt zu verstehen, dass wir sozusagen in unserem Gehirn uns selber angreifen. Und die Reaktion ist dieselbe, Stress. Ja? Und dann muss die Leber die Stresshormone abbauen und dann haben wir in 0, nichts ein gewisses Stresslevel aufgebaut, was dazu führt, dass wir dann den real von außen kommenden Stress als Überforderung erleben. Diesen real von außen kommenden Stress, da können wir meistens nichts tun. Aber der von innen kommende Stress, der kann durch Achtsamkeit und durch Mitgefühl angeschaut und tatsächlich nachhaltig beruhigt und sogar geheilt werden, indem wir eine mitfühlende und achtsame Beziehung zu uns selber aufbauen, weil wir gerade leiden und nicht damit es besser wird. Ja? Wir können Achtsamkeit nicht nutzen und Mitgefühl nicht nutzen, damit es besser wird. Aber weil wir wie eine Mutter ihr Kind, was gerade weint, was Fieber hat, in den Arm hält, ja, uns umsorgen, Verständnis für uns haben, weil wir nun mal gerade so reagieren, wie wir reagieren, kann sich dieser Anteil, die Amygdala, beruhigen, regelrecht runterregulieren. Und wenn wir mitfühlend mit uns selber sind, dann aktivieren wir einen anderen Hirnteil, der gleich daneben liegt, nämlich das Hypothalamus- und Hippocampus-System. Und das ist ein Hirnteil, es sind mehrere Hirnteile, die da zusammenspielen im Mittelhirn, die das Fürsorge- und Bindungssystem aktivieren.
Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und intentional mich selber in den Arm nehme und für mich da sein möchte, also es ist diese mentale Ausrichtung auf, ach, ich möchte jetzt einfach mal einen Augenblick hier sein mit mir und mich sein lassen, so wie ich jetzt bin, und mich in den Arm nehmen. Der Körper kann das jetzt gerade nicht unterscheiden, ob mich jemand anders in den Arm nimmt oder ich mich selber. Es reagiert. Der Körper, das Gehirn reagiert mit einer Oxytocin-Ausschüttung. So, das heißt, wir brauchen unsere Gedankenaktivitäten, die schwierigen Gedanken, die wir haben, die zu einer schwierigen Beziehung mit uns führen, nicht verändern. Wir lassen sie achtsam da, wo sie gerade sind. Mit einer neugierigen Haltung schauen wir an, wie wir gerade mit uns selber umgehen. Und dann spüren wir, ouch, es tut weh, es ist irgendwie hart. Und dann gibt es drei Aspekte, die wir jetzt gemeinsam erforschen wollen und auch üben wollen, die eine gute Beziehung zu uns selbst ausmachen, nämlich eine sanfte Tonart, mit einer sanften Tonart mit uns selber sprechen. Gerade in der Meditation hatte ich schon dazu eingeladen, mir das Wort Ruhe mal zu sprechen. Ja? Liebe, Klarheit. Ich weiß nicht, wie die Worte auf dich gewirkt haben. Vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Zeit, wenn ihr mögt, auch miteinander zu sprechen. So am Ende mache ich mal auf für 5 Minuten, da können wir ein bisschen sprechen und vielleicht kann ich Fragen beantworten, wenn du möchtest. Es sind auch die richtigen Worte. Ja, im ersten Teil habe ich Ruhe und auch Frieden nochmal reingeworfen. Also welche Worte wirken so, dass es genau die richtigen Worte sind? Und es ist die Berührung. Es ist diese wohltuende Selbstberührung. Berührende Beruhigung, diese Intention. Ich möchte jetzt mal für mich da sein, für einen Augenblick. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, kannst du mal, wenn du möchtest, deine Arme in Schulterhöhe ausstrecken und mal 2 feste Fäuste machen. 2 feste Fäuste machen. Richtig kraftvolle, feste Fäuste und die Arme ausgestreckt lassen. Ich weiß nicht, was du jetzt erlebst, aber ich spüre, dass sich gleichzeitig auch mein Kiefer verspannt und dass es anstrengend wird und dass meine Augen auch so ein bisschen verengt sind. Ja? Und das ist die Metapher für Widerstand. Widerstand gegen die Situation, Widerstand gegen mich selbst, Widerstand gegen die Erfahrung, so wie sie nun mal ist. Ganz normal. Widerstand ist auch wichtig. Es ist ja auch was Kräftigendes und Kraftvolles. Nein. Ja? Okay, um so einen mitfühlenden Umgang mit uns zu haben, brauchen wir Achtsamkeit. Wow, da ist gerade Leiden. Wow, ich habe gerade Widerstand. Und in dem Moment, wo ich da Achtsamkeit reinbringe, das kannst du jetzt mal durchführen. Öffne mal ganz langsam deine Hände und nimm die Schultern etwas runter. Spür diese Wirkung, wenn die Hände und die Arme sich etwas lockern, wenn wir sozusagen Achtsamkeit in eine herausfordernde Beziehungssituation mit uns selbst oder mit dem anderen bringen. Wenn wir den Widerstand etwas verringern. Jetzt bring mal deine Handflächen nach oben und öffne deine Arme etwas, so wie es für dich jetzt angenehm sein könnte. Und wie fühlt sich diese offene Haltung an mit den Händen nach oben in diesem Moment für dich. Für manche ist es
auf was Verletzliches. Es ist eine Offenheit da und auch eine Art Verbundenheit. Ich bin nicht alleine. Die anderen sind auch noch da. Jeder Mensch erlebt das. Schwierigkeiten in Beziehungen, Herausforderungen gehören dazu. Und wenn ich Liebe empfangen möchte, wenn ich das empfangen möchte, was ich gerade brauche, brauche ich auch diese Haltung, ne? Diese Offenheit, gewisse Offenheit. Sonst kann ich das nicht spüren und auch nicht nehmen. Die Verbundenheit mit mir selbst, mit den anderen. Und jetzt bring mal, wenn du möchtest, oder schau einfach zu, deine Hände übereinander und bring sie in die Mitte deiner Brust auf den Herzraum. Spür einfach den sanften Kontakt deiner Hände oder nimm wahr oder beobachte, wie sich das wohl anfühlen würde, was da gerade passiert in der Kamera, auf dem Bildschirm. Und nimm mal den Kontakt wahr, die Kühle oder Wärme deiner Hände, den Kontakt mit deinem Herzraum, mit dem Raum, wo es vielleicht einfach gut tut, in Kontakt mit zu sein. Das ist die gelebte Selbstfreundlichkeit. Die gelebte Komponente des achtsamen Selbstmitgefühls. Ich möchte so mit mir selber umgehen, wie ich mit einem guten Kumpel umgehe, mit einer guten Freundin. Ja, vielleicht kannst du sowas wie eine Beruhigung spüren, wie sowas wie eine Begegnung. Vielleicht magst du dir auch ein Wort schenken. Einfach so leise ein Wort aussprechen, was jetzt gut tun würde. Vielleicht so ein kleines Ja oder sowas wie Freundschaft. Hier sein. Sanft. Was immer jetzt gerade wohltun würde, dir selber anzubieten. Irgendwas Kleines. Und dann frage dich mal, wo würde denn so eine kleine Berührung noch gut tun? Wenn du magst, dann probier das ruhig mal aus. Vielleicht magst du mal so eine Hand auf die Wange legen. Oder dein Gesicht in beide Hände legen. Oder mit beiden Händen die Oberarme berühren. Das tut mir immer sehr gut, weil ich gleichzeitig mich so gehalten fühle. Das kann ich auch mal so ganz festmachen. Die selbstberuhigende Berührung, die das Fürsorge- und Bindungssystem im Gehirn aktiviert. Oder mal die Hände auf den Bauch legen. Einfach diese Bereitschaft und die Neugierde, welche Berührung löst denn vielleicht sowas wie Wärme oder Halt aus? Wo kann ich spüren, dass ich, wenn ich mich da berühre, das irgendwie wohltut?
ist auch ein Kennenlernen, ne? Lass dir Zeit. Es braucht auch Zeit, also der achtsame und mitfühlende Umgang, diese Beziehung zu sich herzustellen. Wir wissen ja, wie das ist, eine verlässliche Beziehung mit anderen aufzubauen, braucht Zeit. Ne? Löse deine Hände mal für einen Moment. Und wir wollen jetzt eine Übung durchführen, die achtsam selbst mit Gefühlspause heißt. Das ist ein langes Wort. Und das so zusammenführen, was wir jetzt gerade gehört haben. Prüf nochmal, ob du gut sitzt. Die Übung dauert vielleicht 5 Minuten oder 7 Minuten ungefähr. Schließ nochmal die Augen oder lasse die Augen offen, je nachdem, was jetzt gerade angenehm für dich ist. Nimm mal einen tiefen Atemzug, um in deinem Körper und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Und dann stell dir mal eine für dich typische Stresssituation vor. Irgendeine kleine Situation aus deinem Alltag, die so medium Stress in deinem System, in deinem Körper, Nervensystem, emotionalen System hervorruft, wenn du jetzt daran denken würdest. Es sollte keine triviale Situation sein, wo du sagst, naja, war jetzt doch nicht so schlimm, aber bitte auch keine, die dich jetzt irgendwie überfordert oder überwältigen würde. Wenn jetzt gerade mehrere Situationen auftauchen, dann wähle eine aus. Stell dir die Situation genau vor. Wo warst du da? Wer war beteiligt? Was wurde gesagt oder nicht gesagt? Und lass es ruhig zu, dass sich da Stress in deinem Körper zeigt. Vielleicht schlägt dein Herz ein bisschen schneller oder die Schultern verspannen sich. Vielleicht wird der Mund trocken. Gedanken von Rechtfertigung oder auch Ausdruck von Irritation oder gar wütend sein tauchen auf. Und dann bestätige mal in einer ganz sanften Tonart dir selbst, was du gerade erlebst. Als würdest du einer guten Freundin, einem guten Kumpel bestätigen, was er oder sie gerade erlebt. Sowas wie, oh ja, das ist echt eine schwierige Situation. Oder auch, ouch, das tut weh.
Lege nochmal eine Hand auf deinen Herzraum oder Bauchraum oder nimm dich in den Arm. Erlaube dir einen angenehmen Kontakt mit deinem Körper über deine Hände. Oder stell dir das einfach vor, wenn es jetzt gerade nicht passend ist. Spüre diese Bereitschaft, jetzt für dich da zu sein. Und sei es nur für diese Übung, für diesen Augenblick. Und dann sage zu dir selbst in einer besänftigenden Tonart, wenn das möglich ist. Ja, Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu. Ich brauche mich nicht isolieren, denn andere erleben das auch. Ich bin nicht die Einzige, der Einzige. Und nun biete dir ein paar, ja, tröstende Worte an, verständnisvolle Worte. Worte, die jetzt gut tun würden. Nur weil du das erlebt hast. Wie ein Angebot. Keine Affirmation, kein Ziel, sondern eher so, was möge ich? Möge ich, ach, möge ich jetzt einfach gut für mich da sein. Möge ich jetzt liebevoll mit mir sein, weil es gerade echt blöd war. Möge ich freundlich mit mir umgehen. Und dann löse dich aus der Situation und löse dich aus der Übung. Erlaube dir genauso zu sein, wie du jetzt gerade bist. Und wenn du magst, kannst du mit dem Klang der Zimbel deine Augen wieder öffnen oder offen lassen und dich orientieren. Nochmal die drei Schritte der Selbstmitgefühlspause, der achtsamen Pause für sich selbst. Einen Moment des Leids, ja, solche Momente kommen ja täglich vor, anerkennen. Also manchmal mittendrin innehalten, manchmal auch hinterher. Oft kriegen wir das ja während der Situation, ist vielleicht keine Zeit oder wir nehmen uns den Raum nicht, innezuhalten und einen Augenblick achtsam anerkennen. Ja, das ist schwierig. Ich leide gerade, es ist, hat wehgetan oder tut gerade weh. Der zweite Schritt ist, sich in den Arm zu nehmen und halt diese Verbundenheit mit sich selber, die Beziehung mit sich selber aufzubauen und auch die Verbundenheit mit der Welt. Ich bin nicht allein damit. Viele Menschen haben vielleicht das schon mal erlebt, was ich auch gerade lebe. Ich muss mich nicht isolieren. Ich darf in Verbindung bleiben. Ne? Und der dritte Schritt ist, sich zu geben, was ich brauche in diesem Moment. Vielleicht Trost, Verständnis, Fürsorge. Mit so einem Satz oder einem Wort. Wenn wir uns jetzt Beziehungen mit anderen anschauen, dann könnte das echt hilfreich sein, dieses Beziehungsverhalten so einzuteilen in zwei Arten von Schmerzen in Beziehungen.
Einmal der Schmerz der Unverbundenheit und dann der Schmerz der Verbundenheit. Schmerz der Unverbundenheit drückt sich häufig in Kummer oder Wut aus. Ich fühle mich nicht gesehen. Jemand hat keine Zeit für mich. Jemand hat mich irgendwie abgeschnitten. Jemand hat über meinen Kopf hinweg was entschieden. Kleine Dinge, die Wut, Kummer, Angst vielleicht auch in uns auslösen können. Und da ist immer so ein Element von einem harten Gefühl erstmal da. Und das harte Gefühl ist wichtig, denn Wut zeigt uns an, hey, hier stimmt was nicht. Ja? Und Kummer zeigt uns an, puh, ich bin traurig, ich bekomme gerade nicht, was ich gebraucht hätte. So. Und unter dieser Wut und unter diesem Kummer sind dann diese weichen Gefühle, diese zarten Gefühle. Gefühle von Hilflosigkeit, Gefühle von Ohnmacht, Gefühle von nicht gesehen werden, vielleicht sogar von nicht geliebt werden. Und das ist so dieser Boden. Wir wollen alle geliebt werden. Wir brauchen das, gespiegelt zu werden. Wir sind zutiefst sozialisierte Wesen. Dieser achtsame Umgang damit bedeutet, diese Dinge auch anzuerkennen. Anzuerkennen, da ist jemand, der gerade vielleicht unbewusst mit mir war oder ich war unbewusst mit dem anderen. Vielleicht hat derjenige gar nicht gewusst, dass er mir wehtut. Ja? Die Wut, den Widerstand dagegen, ne, hatten wir heute schon. Anerkennen. Ja, so ist es. Versuchen, die weichen Gefühle darunter zu spüren und anzunehmen, anzuerkennen, ich habe da was gebraucht. Und dann die Bereitschaft zu entwickeln, sich einfach mal die Frage zu stellen, bin ich bereit, mir das selber zu geben? Das ist diese heilsame Beziehung zu mir selbst. Ja, ich sehe mich. Ich sehe mich in dem Schmerz, ich sehe mich in dem Bedürfnis, ich sehe mich in der Bedürftigkeit und ich bin bereit, mich selber zu sehen, mich selber zu lieben, mich selber anzunehmen. Und sei es nur für diesen Augenblick. Ja, das nimmt den Stress, den ich da habe, ein bisschen raus, mich zu beruhigen, meinen Geist zu klären, gut gegründet im Hier und Jetzt zu sein, statt mich in der Geschichte zu verlieren und dann auf den anderen zuzugehen und dann die E-Mail zu formulieren. Ja, das ist nicht nur für mich heilsamer und spart viel Aufregung, sondern auch für den anderen und fürs Ganze. Auf der anderen Seite haben wir den Schmerz der Verbundenheit, den Empathieschmerz. Ja, viele Leute können gerade ihre Eltern nicht besuchen. Viele alte Leute können ihre Kinder und Enkelkinder gerade nicht sehen. Viele Menschen sind unfähig, wenn sie nicht im Team arbeiten, überhaupt kreativ zu sein. Die sind zu Hause da in ihrem Homeoffice und leiden und können nicht arbeiten. Ich hab Kollegen, die sind nicht fähig dazu gerade. Ja? Überforderte alleinerziehende Mütter oder Väter, die Homeoffice machen müssen und Homeschooling. Ja? Und in dieser Verbundenheit mit den anderen sind, die da leiden. Ja? Ich bin sehr in Verbundenheit mit der Mutter meines Patensohnes, er leidet, kann nicht zur Schule. Sie leidet, kriegt es nicht gut hin. Ja. Dieser Empathieschmerz. Wir haben Spiegelneuronen. Wir kriegen den anderen mit. Jemand kommt nach Hause, ist irgendwie wütend, hat schlechte Laune und in 0, nichts hast du auch schlechte Laune. Moment mal. Ne? Achtsamkeit. Moment mal. Puh, gerade war ich noch gut gelaunt. Und jetzt? Jetzt fühle ich mich auf einmal so depressiv. Was ist denn hier los? Ja? Ich habe die Gefühle, die der andere vielleicht selber gar nicht gespürt hat, wo er keine Verantwortung für nehmen kann, weil er unbewusst oder sie unbewusst damit umgeht, weil es nun mal so ist manchmal. Ich kriege mich selber auch nicht immer mit. Und diesen Empathieschmerz wahrzunehmen. Wahrzunehmen. Manche sagen, ich bin gerade verschmolzen mit dem anderen. Ich nehme da so viel auf, ich kriege so viel mit. Ja, das stimmt, aber das ist eine ganz normale Reaktion. Und was dann wirklich hilfreich ist, ist diese
achtsame Selbstmitgefühlspause, die wir gerade durchgeführt haben. Mich kurz rauszuziehen aus der Situation, Entschuldigung, innezuhalten, schwieriger Augenblick, möge ich jetzt gut für mich sorgen. So, und diese Abwärtsspirale, wo ich dann mit dem anderen vielleicht gerade da reingekommen bin, die kann ich ja wieder dadurch zur Aufwärtsspirale machen. Denn wenn ich gut für mich sorge und wenn ich eine achtsame Haltung zu mir selber habe, kriegt der andere das ja mit seinen Spiegelneuronen auch mit. Das heißt, ich erlaube durch meine aktive Haltung dem anderen auch aktiv besser für sich zu sorgen und in diesen heilsamen Abstand zu kommen, wo Beziehung wieder möglich wird. Abschließend, und dann öffnen wir die Runde, wenn du noch eine Frage hast oder was sagen möchtest, lade ich dich einmal kurz innezuhalten und wahrzunehmen, wofür bin ich denn jetzt heute Morgen dankbar? Was hat mich inspiriert? Was macht mich dankbar? Vielleicht in dieser Stunde, vielleicht auch schon davor, irgendetwas Kleines, woran du dich gerne heute erinnern möchtest im Laufe des Tages. An diesen Moment, an diesen wertvollen Moment.